Ich war dieses Wochenende bei einem wirklich stark besetzten Turnier in der Nähe von Stuttgart, nämlich in Ditzingen. Wir hatten eine starke Gruppe mit der TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, den 1. FC Heidenheim, Karlsruhe SC, aber auch sehr engagierte Teams wie Stuttgart Kickers und den SV Vaihingen erwischt. Gleich zu Beginn legten wir richtig los gegen den KSC, kamen aber trotz Megachancen nicht über ein 1:1 hinaus. Das nächste Spiel hatte es in sich, ein offener Schlagabtausch gegen die TSG Hoffenheim blieb leider unbelohnt. Wir verloren 3:2. Hier muss ich allerdings sagen, unser Gegner war besser organisiert im Spielaufbau. Sie waren verdient. Leider folgte im nächsten Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt unser schwächstes Spiel, auch wenn wir einige riesigen Chancen hatten. So hat auch Eintracht Frankfurt verdient gegen uns gewonnen mit 2:0. Wendepunkt. Jetzt ging es jetzt so richtig los mit dem Toreschießen. Im nächsten Spiel wurde der 1. FC Heidenheim mit 4:1 besiegt. Lukas dreht richtig auf in der Offensive und Jonas mit einem super Tor über die linke Seite genau in den Winkel. Weiter geht's. SV Vaihingen wurde mit 5:1 besiegt und im letzten Spiel der Gruppe A jubelten die Techno-Football-Kickers über die Stuttgarter Kickers mit einem 1:0-Sieg. Dies bedeutet letztendlich auch den dritten Gruppenrang in der Gruppe A gegen Darmstadt 98 im Spiel um Platz 5 von insgesamt 14 Teams an. Auf ging's ins letzte Spiel des Tages gegen Darmstadt 98 und auch das letzte Spiel konnten wir gewinnen. 4:1 besiegten wir die Gegner und freuten sich über den 5. Platz. Turniersieger wurde der VfB Stuttgart ganz knapp vor Eintracht Frankfurt durch einen 2:1-Sieg. Wenn auch du ein super cooles Jugendturnier kennst, wo ich meinen Jungs daran teilnehmen soll, dann schreib's in die Kommentare. Jetzt Kanal abonnieren für Nachwuchsfußball und mehr. Danke, Jonas!